Und auch diesmal gegen den Tabellenletzten der 1. Division St. Pölten war eigentlich alles andere, denn ein klarer Sieg eine Enttäuschung. Aber solche Spiele sind gar nicht so leicht zu bestreiten. Peter Stöger von der Austria hat übrigens vor einer Woche beim Spiel in St. Pölten 2 Tore erzielt. Damals gewann die Austria mit 4:1. Nur etwa 2000 Zuschauer im Horststadion, ein kaum attraktiver Gegner, Davis Cup und schlechtes Wetter wirken sich aus. Die Wiener Austria spielt im hellen Dress von rechts nach links. Beim Tabellenführer fehlt der gesperrte Sekerioglu. Pfeff und Milewski spielen, Flögel ist der Satz. Krantscher spielt für Ramusch, Laufduell mit Frind. Kein Elfmeter entscheidet Schiedsrichter Ritzinger. Schauen wir uns das noch einmal in der Wiederholung an. Ramusch direkt auf dem Weg zum Ball und Frind rutscht hinein. In dieser Situation hätte es auch Elfmeter geben können. Milewski. Prosenik. Doppelpass mit Stöger. Wieder Prosenik. Und Ball, Fußabwehr vor Milewski. Hasenhüttl und Blewer, die zwei Sturmspitzen der Wiener Austria, werden manngedeckt. Hasenhüttl von Rotter und Blewer von Fleiß. Jetzt Milewski und wieder Fußabwehr von Ball. Eckball für die Wiener Austria, Prosenik. Blewer. Die Wiener Austria überlegen, arbeitet zahlreiche Torchancen. Blewer. Ball kommt zu Stöger, trifft den Ball aber nicht voll und so kann Pahl gerade noch abwehren. Jack. Prosenik, Solo von Prosenik und Handspiel. Freistoß für die Wiener Austria. Jack und Pahl. Da hat er Glück gehabt, Pahl. Ein Aufsitzer von Jack. Blewer. St. Pölten kommt fast nicht dazu, Konterangriffe zu setzen. Pfeffer, weite Flanke auf Hasenhüttl. Unsicherheit bei Pahl und 1:0 für die Wiener Austria in der 20. Minute. Pfeffer zeigt heute eine sehr gute Partie, bringt hier den Ball noch zur Mitte. Hasenhüttl und Pahl. Sehr unsicher in dieser Szene. 1:0 für die Wiener Austria. Milewski. Eine ähnliche Situation wie zuvor beim 1:0. Kopfball war von Blewer und gut reagiert vom Ball diesmal. Hörmann. Hörmann und Milewski, die stärksten Austrianer, und Blewer vergibt die Möglichkeit. Wieder Milewski für Jack. Flanke von Jack und Handspiel vom Vorderwinkler. Hier in der Wiederholung. Jetzt geht Vorderwinkler mit der Hand zum Ball. Aber Schiedsrichter Ritzinger dürfte diese Szene nicht genau gesehen haben und entscheidet kein Elfmeter. Dann tauscht Dokobil für Vorderwinkler, kommt Rot ins Spiel, Steinbauer. Hier haben wir jetzt Rot. Gut geschossen und sehr gut gehalten von Wohlfahrt. Pausenstand im Horststadion, 1:0 für die Wiener Austria. Hörmann. Milewski, immer wieder Hörmann und Milewski. Jack legt auf für Milewski und Tor. 2:0 in der 48. Minute für die Wiener Austria. Eine Koproduktion von Jack und Milewski. Und hier mit dem linken Fuß ins lange Eck zum 2:0. Stöger. Hasenhüttl verlängert. Milewski nimmt den Ball direkt. Schinklis verliert den Ball. Flögel, er war für
anstelle von Stöck ins Spiel genommen worden. Hasenhüttl jetzt eine Chance und er trifft nur das Außennetz. In der 81. Minute wechselt bei der Wiener Austria. Der Blewa wird aus dem Spiel genommen und Nastl kommt ins Spiel. Hier haben wir den neuen Mann. Nastl hat hier viel Platz. Hörmann, Miljewski, Hörmann, Hasenhüttl und Tor. 3:0. Hechtkopfball von Hasenhüttl, sein zweites Tor in diesem Spiel. Die Wiener Austria besiegt St. Pölten mit 3:0. Der erwartete Pflichtsieg, es gab aber doch etliche Leerläufe. Na ja, klar, ich meine, wir haben am Mittwoch nicht sehr gut gespielt, aber ich glaube trotz allem, dass wir uns heute also auf alle Fälle gesteigert haben im spielerischen Bereich. Das zeigen die Tore 2 und 3, die wirklich sehr schön herausgespielt waren. Und wir hätten eigentlich etwas höher gewinnen können. Aber mir ist es lieber, also wenn man Chancen herausarbeitet, auch wenn einige vergeben werden, das ist mir wesentlich lieber als am Mittwoch, wo wir eigentlich kaum eine Torchance hatten.